Wir haben die Dosis schrittweise reduziert. Sie sind jetzt entwöhnt. Ich fühle mich großartig. Dank Ihnen. Gehört zum Job. Ihr Blutdruck ist normal. Können Sie sich aufsetzen? Hey! Hören Sie auf! Was ist mit seinem Gesicht los? Fragen, was ist mit seinen Hormonen los? Wir brauchen hier eine Eispackung! Die Studienmedikamente können wir jetzt ausschließen. Sein Organismus wurde zweimal durchgereinigt und wenn sich das Zeug nicht im Keller versteckt hat... Es hat vielleicht eine vorhandene neurologische Erkrankung ausgelöst. Gutes Argument. Großreinemachen kann so einigen Schaden anrichten. Da wäre die Entfremdung, die... Meine Frau schenkt mir ein Auto. Ich sprach vom Patienten. Sie lagen falsch. Ich meinte es metaphorisch. Vielleicht ist es das Klüver-Busey-Syndrom. Bilaterale Temporallappenläsion. Die Symptome sind visuelle Agnosie und Hypersexualität. Zum Glück hat er eine Freundin. Wenn es Klüver-Busey ist, wird sein Prägen langsam abrauchen und er wird versuchen, seine eigenen Hände zu fressen. Und sie kann sich dann um ihn kümmern. Sie schulden mir eine Entschuldigung. Jegliche rationale Begründung ihrer Einmischung in mein Privatleben wurde haltlos, weil sie einen guten Grund hatte. Nichts von dem, was ich sagte, trifft zu. Sie hatten keinen Grund, ihr zu vergeben und somit auch keinen Grund, sie um Verzeihung zu bitten. Sie wurden also nicht zum Idioten. Klüver-Busey würde weder den Anfall erklären, noch den Zytokinsturm. Entzugskomplikation. Andererseits, sie macht Ihnen ein Riesengeschenk, das Sie für unverdient halten. Die Tatsache, dass das MRT keine temporalen Läsionen zeigt, schließt die Temporallappentheorie aus. Der Schaden könnte aber auch zirkulatorischer statt struktureller Natur sein. Das wäre im MRT nicht erkennbar. Fuhrmann hat recht. Rufen Sie Ihre Frau an und sagen Sie ihr, Sie kommen nicht nach Hause, weil Sie noch ein Hirnangio machen müssen. Dann sagen Sie gute Nacht und legen auf. Gefäßverengung im Circulus Willisi, da können Sie es sehen. Verengt für Sie, normal für ihn. Wenn ein Gefäßproblem bestünde, hätten Sie schon längst Symptome gezeigt. Nicht, wenn sich was verändert hat. Und was? Die Herztätigkeit ist vielleicht eine rezente intermittierende Arrhythmie. Ich weiß, Herz und Hirn haben den gleichen Anfangsbuchstaben, aber man muss schon etwas weiterlesen. Es ist eine testmedikamentbedingte Arrhythmie, die niedrigen Blutdruck verursacht. Das kombiniert mit den verengten Gefäßen sorgt für eine Minderdurchblutung des Gehirns und die ist Ursache all seiner Symptome. Mittels einer identifizierten Arrhythmie können wir vielleicht den Tod verhindern. Schon zu Hause gewesen? Nein. Gut, machen Sie eine EP-Untersuchung und finden Sie die Arrhythmie. Wir führen drei elektrisch leitende Katheter in Ihr Herz. Dr. Hadley, dass es mir leid tut. Sie hat Verständnis und Sie sollten es ihr selbst sagen. Vielleicht sollte ich es Heather sagen. Es wird schon alles gut gehen. Sie ist ein so toller Beistand. Und alles, was ich tue, ist, sie anlügen. Was würde passieren, wenn Sie es ihr sagen? Ich weiß nicht. Sie lieben sie doch nicht. Das tue ich und sie liebt mich. Wenn sie Farbe bekennen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie vergibt ihn oder sie verlässt sie. Im besten Fall bleibt für sie alles so, wie es ist. Es ist nobel, beichten zu wollen. Ja, das ist es. Aber wenn es nichts weiter als Schmerzen bringt, ist es nicht nobel, sondern nur egoistisch. Stimulier das rechte Atrium. Normale Reizleitung. Wie lange wollen Sie mich nicht nach Hause lassen? Bis Sie absolut überzeugt sind, dass ich ein geläuterter Mensch bin? Einer, der keine Dummheiten mehr begeht? Schuldgefühle verblassen rasch. Bis Mittwoch sind Sie im Reinen. Rechter Ventrikel. Warum wollen Sie, dass Sie verblassen? Was liegt Ihnen plötzlich an meiner Ehe? Was nicht kaputt ist? Sie denken, sie sei kaputt? Und Sie denken, sie sei intakt. Ihre Ehe ist wie ein kaputter Toaster. Es kommt weiter Brot raus und Sie nennen es weiter Toast. Doch es ist komisch, weil Sie Ihr Brot in einen Haufen Toaster stecken und keinen Unterschied darin sehen. Ist schon faszinierend. Er zeigt eine VT. Was ist los? Gute Nachricht. Der Test bringt's. Ihr Herz spielt verrückt, aber ich find's cool, dass Sie noch bei Bewusstsein sind. Overdrive versucht? Ohne Erfolg. Das brennt jetzt vielleicht ein bisschen. Ladung auf 60. Achtung! Erneuter Schock. Laden auf 120. Haben Sie sich etwa die Haare gefärbt? Nein. Weg vom Tisch raus. Los. Ihr Haar ist da aber rot. Herzfrequenz ist stabilisiert. Beinhaltet Ihre Theorie irgendeine genetische Mutation, die eine Verfärbung der Haare auslöst? Entweder hat er uns gerade belogen oder sein Tod ist sicher. Ihr Herzrhythmus ist außer Kontrolle. Wir müssen chirurgisch die Nervenverbindung zwischen Herz und Hirn durchtrennen. Wir halten das für nötig, aber Sie sollten die Konsequenzen bedenken.
Sie werden keine Anzeichen von Angina pectoris spüren. Das heißt, Sie könnten einen Herzinfarkt erleiden und nicht rechtzeitig um Hilfe rufen. Wo sind meine anderen Ärzte? Was für andere Ärzte? Dr. Taub und Dr. Hadley. Wieso sagen Sie mir das nicht? Brandon, ich bin Dr. Hadley und das ist Dr. Taub. Sie verkohlen mich. Ich habe Sie noch niemals im Leben gesehen. Wir können die OP nicht machen. Wir sind wieder beim Anfangsthema. Visuelle Agnosie. Wir sollten nochmal neurologische Störungen abklären. Irgendwas langsam fortschreitet. Das schreitet nicht fort. Es ist mal da, dann wieder nicht. Es ist ein neues Symptom. Intermittierendes... Irrelevant. Seit wann ist ein neues Symptom irrelevant? Seit es auf die gleiche Erkrankung hinweist. Intermittierendes Auftreten passt zu Romano Wort, aber auch zu Sympathektomie. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Toxine. Wann? Bei der Untersuchung jeder Flasche, jeder Tube oder bei seiner zweimaligen Entgiftung? Vielleicht waren es ein paar giftige Farben, die er schon vor Monaten aufgebraucht hat. Wäre ja schon vor Monaten, nicht erst jetzt. Er hat ein Gewicht verloren, seit er hier ist. Wenn man kaum atmen kann, wird kein Mensch den Krankenhausfraß runterkriegen. Aber was ist, wenn sich die Toxine vor einem Jahr in den Fettzellen abgelagert haben und werden erst jetzt in die Blutbahn freigesetzt? Also wo kriegen wir die alte Farbe her? Müllkippe? Von seinen alten Bildern. Wir wissen, er hat seit langem keine mehr verkauft, aber da waren nicht viele. Vielleicht hat er sie irgendwo versteckt. Wenn Sie sich irren, kann Ihnen das Romano-Wort-Syndrom jeden Augenblick töten. Riskieren Sie das? Geben Sie mir ein paar Stunden. Sie haben eine. Kann ich Ihnen kurz allein sprechen? Es geht um Ihre Arbeit, Ihre Bilder. Ich hätte gerne alle gesehen, die Sie kürzlich verkauft haben. Schatz, würdest du mal rausgehen? Nur wegen deiner Bilder? Brandon, bitte, sag mir, was los ist. Ich habe nur zwei davon verkauft in den letzten 3 Jahren. Es tut mir leid. Eins davon an meinen Cousin. Geld verdient habe ich als Versuchsperson für Medikamente. Immer gleich für mehrere. Warum hast du mich belogen? Ich will für dich. Ich möchte, wenn du mich ansiehst, das Gefühl, was ich dabei empfinde. Ich möchte immer genau der sein, den du in mir siehst. Hältst du mich für oberflächlich? Wenn ich dich ansehe, dann sehe ich nur dich.